So viel zum Sound. Hat ja lange gebracht, hat es ja lange angehalten. So. Mit Demos sind prinzipiell immer ziemlich geil. So, Tutorials brauchen wir definitiv. Zoom, Kamera tauschen, bla bla bla, irgendwas dergleichen brauchen wir alles auch nicht. Ich würde sagen, das ist soweit okay. Wo ist denn der Sound? Da, Audio. Ah, ich setze den erstmal so pauschal ein Stück weit runter. Ja, gucken wir mal gleich, wie es dann soweit ist. So, speichern, automatisches Speichern. Ist okay. Gibt's ein Tutorial, was man so direkt anwählt? Nee, Karte editieren, neue Karte erstellen. Oh, man kann eine Karte erstellen. Cool, dann gehen wir auf neu. Rustikal Routen und Eisenzähne. Rustikalrouten sind leicht lebige, aber fleißige Landwirte. Sie respektieren die Natur und werden von ihren mit einer reichen Ernte belohnt. Ihr Motto: Komfort, Nahrung, robustes Holz. Geil. Die Eisenzähne. Diese Biber haben dem traditionellen Weg des Holzes den Rücken gekehrt und den Einsatz von Eisen und Wissenschaft erlernt, um moderne Maschinen zu bauen. Sie erzielen ihre Fortschritte durch Einfallsreichtum und Effizienz unter Missachtung der Umwelt. Ihr Motto: erst die Arbeit und dann mehr Arbeit. Mein auch der Thinker, hallöchen. Ich glaube, da sind die auch als Anfang. Ich nehme erstmal die hier, mal gucken. So, Planes empfohlen, was? Achso, okay. Dann, das sind die, jetzt können wir die Karte quasi auswählen. Spielmodus normal. Ich nehme das, was sie mir erstmal sagen. Ich glaube, das passt schon. Ich will ja erstmal reinfinden. Der Stil ist schon mal cool. Kann Ino die erste spielen? Okay. Wie möchtest du die Siedlung nennen? Wild West Berlin. Ja? Danke. Da wären wir wieder bei der Blockoptik. Okay. So. Schauen wir mal. Hier haben wir Beavers. Da haben wir irgendwas mit Schlafen. Belegte Betten, freie Betten, obdachlos. Okay. Ah, willkommen. Dieses Tutorial zeigt dir alle Grundlagen zum Bau einer Biebersiedlung. Jede neue Siedlung braucht Rohholz. Nur Holzfäller fällen Bäume, also platziere zwei Holzfällerfarnen in der Nähe von Bäumchen. Platziere Holzfällerfarnen. Beschäftigt einen Holzfäller, der Bäume fällt. Sammelt Rohholz. Die Farnen werden nur gebaut, wenn sie sich im Baubereich des Distrikts befinden. Wähle das Distriktzentrum aus, um einen Baubereich zu sehen. Glück gehabt. Ist das nicht das Spiel mit den Bibern? Es ist das Spiel mit den Bibern. Ja, guck mal, wird auch gebaut. Du kannst ihn durch den Bau von Pfaden erweitern. Okay. Jedes Gebäude mit einem Eingang muss durch einen Pfad mit einem Distriktzentrum verbunden sein. Beachte, dass Distriktzentren eine begrenzte Reichweite haben. Baue Pfade, um die Holzfällerfarm mit den Distriktzentren zu verbinden. Du kannst Distriktzentren auswählen, um eine Reichweite entlang der Pfade zu sehen. Verbinde die Holzfällerfahne. Ein Pfad.
So. Ah ja, okay. Tada! Verbunden. Rettet die Bäume erstmal über, ja, so ungefähr. Muss mal kurz was machen, einen Augenblick. Aber schnell. Jetzt hat er wieder seinen Namen geändert. Da ist er. Willkommen zurück, Swebe. Jedes Gebäude mit einem Eingang muss durch einen Pfad mit dem Distriktzentrum verbunden sein. Beachte, dass es das hatten wir. Okay, fortsetzen. Holzfällerlager fangen erst an zu arbeiten, wenn du ihnen den Befehl dazu erteilst. Markiere einen Bereich, um Fällen mit dem Werkzeug Bäume fällen. Eine Holzfällerfahne fällt nur Bäume in ihrer Reichweite. Du kannst diese durch Auswahl einer Fahne überprüfen. War es so? Okay, oder? Ja, guck mal. Es reicht auch so halbwegs. Also die kommen da bis hoch. Das ist soweit, glaube ich, ganz okay. Fortsetzen. Biber brauchen Wasser zum Überleben. Baue eine Wasserpumpe, um eine ständige Trinkwasserzufuhr zu sichern. Denke daran, dass die Distriktzentren damit zu verbinden. Wasser. Wasserpumpe. Ist das hier irgendwie so ein bisschen... Ja, okay. Also wir müssen es am Fluss quasi bauen. Okay, haben wir gebaut. Und verbinden. War auch. Was haben wir denn hier? Guck mal, Landschaftsgestaltung. Damm, Deiche, Schleusen, Doppelschleusen, Dreifachschleusen, Sprengstofffabrik, Dynamit, hallo. Naja, ne, ich sag mal, den Fluss umzuformen oder so. Also wenn man die Map halt schon sieht, wenn das alles so Blöckchenoptik hat, dann bedeutet das ja auch in der Regel, dass du eigentlich irgendwelche Sachen verändern kannst. Wir werden sehen. Glaube ich. Später viel Spaß in der Therme, GeForce. Sieht mir fast so aus, als wären die Faulpelze nur bei Tag arbeiten. Ja, machen die wirklich. Am liebsten würde ich ihnen ja eigentlich schon mal ein Haus bauen. Weil ich sehe ja schon oben links, dass die auf der Straße schlafen aktuell. Aber wenn das Tutorial das noch nicht sagt, dann machen wir das auch noch nicht. Was haben wir denn eigentlich hier oben? Wohlbefinden, Wissenschaft, Materialien, Zutaten, Nahrung und Rohholz und Wasser. Und wird davon was verbraucht? Aber je nachdem. Na? Nichts.
hätten wir dann halt auch wieder so ein bisschen diesen leichten Survival-Aspekt da mit dabei. Es scheint erstmal fleißig zu sein. Guck mal, was? Ach, wir warten auf Materialien. Am liebsten würde ich jetzt ja noch so ein Häuschen bauen, dass wir mehr Rohholz abbauen können. Moin auch Froerdi. Jetzt ist sie aktiv. Neben Wasser brauchen Biber auch Nahrung. Baue eine Sammlerfahne in der Nähe von Blaubeersträuchern. Da sind wir wieder bei Blaubeeren. Wirklich nur eine? Okay. Schauen wir mal. Erwachsene, 8, Jungtiere, 4. Was haben wir hier? Arbeiter, 5, Arbeitslose, 3. Also 3 weitere können wir überhaupt nur noch beschäftigen. Ist ja auch nicht so viel. Oder? Was gibt's hier noch? Holztreppe, Plattform, Doppelplattform, Dreifachplattform, Metallplattform, Hängebrücke. Art. Die scheinen jetzt aber, da muss ich jetzt nicht über den Baum fällen. Nahrungsanpflanzen. Ich glaube, hier muss ich nichts weitermachen, so wie es aussieht. Ging automatisch. Ah ne, doch. Sammelt automatisch Beeren, ja. Okay, alles cool. Jede Siedlung braucht eine stabile Nahrungsquelle. Errichte ein Bauernhaus, um Nutzpflanzen anzubauen und zu ernten. Pausiere bestimmte Gebäude, wenn du nicht genügend Arbeiter hast. Wähle dazu ein Gebäude aus und klicke auf die Pause-Taste P. Wie bei vielen anderen Gebäuden ist auch ein Bauernhaus die Reichweite begrenzt. Okay. Effizientes Bauernhaus. Ja. Frage ist, wo wir das jetzt hier mit dran setzen? Ich glaube, ich baue es sogar auch hier so hin. Ist wahrscheinlich nicht hier auf diesem komischen kargen Zeug. Nee, warte mal, ich glaube, ich baue es hier hin. Ja, mal schauen, wie viele Felder man da irgendwie mit ranklatschen kann. Also Stimmung passt. Erinnert mich ein bisschen an das eine Strategiespiel, das wir hatten mit dem, wo du immer so auf Recyceln und so achten musstest, wo du am Ende deine Base wieder abgebaut hast. Das war wirklich cool. Da hoffe ich wirklich, dass die da auch nochmal mit einer Erweiterung ein bisschen weitermachen. Sieht irgendwie so ein bisschen danach aus, als hätten die Durst. Danke, Space. Oh, Brötchen mit Oberst da. Für das Oktoberfest-Feeling. Gefühlt sind die aber auch echt faul. Kann ich die nicht irgendwie Frostpunk-Style dazu zwingen, dass sie nachts arbeiten? Wieso, wenn er Durst hat, trinkt er nicht einfach auch bei Nacht? Da ist also... Die Schlausten sind sie ja irgendwie, ja, glaube ich, nicht so, wie er dann aussieht. Wohlbefinden minus 1, jetzt geht's los. Keine Arbeiter. Ne, 3 von 3.
So, passt. Landwirte arbeiten erst dann, wenn du ihnen sagst, was und wo sie pflanzen sollen. Benutze das Werkzeug Nutzpflanzen anpflanzen, um ein Kartoffelfeld zu markieren. Nutzpflanzen müssen auf bewässerten Boden gepflanzt werden, sonst trocknen sie aus und sterben ab. Also, das hier, Karottchen, Sonnenblume, Kartoffel gebildet, Weizen, Rohrkolben, gelbe Deichrose gebildet auch noch. Karottchen nehmen wir doch nicht. Doch, ich soll Karotten anbauen. Ich dachte Kartoffkis. Ach, Karotten. Kartoffel habe ich gelesen. Nee, okay, da gibt es halt Möhren, ne? Okay. Das ist hart. Okay, die 100 hatte ich davor, glaube ich, auch. Jetzt haben wir viel. Zwar verfügen alle platzierten Gebäude über einen gewissen Speicherplatz, aber sie füllen sich schnell. Baue zusätzliche Speicher für Rohholz und Wasser. Jeder Speicher kann nur eine Art Ressource lagern. Du kannst diese nach Auswahl des Gebäudes festlegen. Baue großer Stapel für Rohholz und einen kleinen Tank dreimal für Wasser. Mach ich. Für Rohholz. Scheint zu sein, oder? Nee, warte mal. Altmetall. Rohholz. Haben wir. Und dann bräuchten wir als nächstes kleiner Tank. Den baue ich hier, glaube ich, einfach mal direkt mit dran. Drei Stück sollen wir davon bauen. Na bitte. Ich hoffe mal, das Feld ist jetzt nicht so riesig. Ich meine, es macht schon einen ziemlich großen Eindruck, so im Vergleich zu dem Rest, was wir so gebaut haben. Ich hoffe mal, es funktioniert. Das wäre, glaube ich, echt ganz gut. Danke, Matze, für dein Raid. Vielen lieben Dank. Willkommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte schon das dritte Spielchen heute. Jetzt spiele ich gerade Timberborn an. Ich will irgendwie mal Timberlands sagen. Das ist das einzige Wort so in dem Bereich, das ich kenne oder schon häufiger gelesen oder irgendwann benutzt habe. Und mal gucken, ob dort was ist. Die anderen beiden Spielchen, die wir heute hatten, waren auch schon ganz okay. Also, ein schöner Streaming-Tag bis jetzt. Ich danke dir für dein Raid. Und ich hoffe, deiner war es auch. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Versteht er sicher nicht. Urlaubsvorbereitung. Wenn Sie jetzt Urlaubsvorbereitung fertig machen, viel Spaß. Danke für dein Stufe 1 Abonnement im 8. Monat, Matze, auch noch dazu und viel Spaß im Urlaub. Ja. Gute Erholung. Das Wetter müsste ja so halbwegs passen. Ich meine, ich weiß ja nicht, wo du hinfährst, aber je nachdem müsste das ja auch durchaus alles passen. Da ist doch alles nicht verkehrt. So, guck mal. Ich glaube, hier muss ich sogar auch noch festlegen. Was kann ich hier denn noch reinschmeißen? Ahornsirup, Biokraftstoff, Katalysator oder Medizin? Okay. Den Tag Ostsee. Ich war einen ganzen Tag an der Ostsee. Für mehr hat es nicht gereicht, wettermäßig und allem dann am Ende. Sehr schön. Sehr schön. Ostsee ist wunderbar. Das beste Seewasser, das es eigentlich gibt. Außer vielleicht so karibikmäßig oder irgendwas dergleichen, aber ansonsten. Dieses nur ein bisschen salzige Wasser ist viel geiler als Nordseewasser zum Beispiel. Eieiei. Das
mit den Schatten ist schon irgendwie ein bisschen trippy. Aber die sind gut dabei, die ganzen runterzuholzen. Ja, also ich denke, bei dem Wetter, das wir jetzt aktuell haben, hast du wahrscheinlich, wenn du jetzt zur Ostsee fährst, mehr Sommerwetter, als wir im Sommer hatten im Großen und Ganzen. Was ja auch dazu geführt hatte, warum wir ja auch nicht zur Ostsee gefahren sind, weil was willst du auch machen? Also, das war halt nix. Aradia ist erwachsen geworden, Gugeboom ist erwachsen geworden, Gugeboom. Auch ein sehr schöner Name. Guck mal, die sind sogar schon wieder auf neutral, was deren Zufriedenheit angeht. Ja? Nahrung. So, irgendwie scheint die Wasserpumpe nicht vollends durchzubrettern, oder? Aber wieso das Gefühl so richtig? Auch das mit der Nahrung? Weiß ja nicht. Vielleicht muss ich ja noch mal ein bisschen nach. Aber erstmal haben wir es. Nachdem Rohholz und Wasser nun einen Speicherplatz haben, solltest du das gleiche für Beeren und die ausstehenden Karottenernte vorbereiten. Baue mittleres Lagerhaus 2, einmal für Karotten und einmal für Beeren. Karotten. Und Beeren. Vorhersage unbekannt. Es gibt auch schlechtes Wetter. Aber ist doch ein Biber drin. Warte mal. What, Yoshi? What? Moin, Bo! Ich will auch Pioneers of Pagonia spielen. Das ist ja halt super unfair jetzt gegenüber dem Spiel. What? Ups. Pioneers of Pagonia. Oh, ist ja voll fett. Nein. So, Pioneers of Pagonia. Oh, ich bin ein Siedler-Fanboy. Ich brauch es, ich will es, ich lade es. Das kriegen wir heute noch hin. Aber jetzt nicht, keine Sorge, jetzt machen wir erstmal weiter. Was kriegen wir heute hin? Wir werden nämlich Six Days mit Sicherheit keine 6 Stunden spielen. Die letzten Male haben wir ja auch eigentlich eher so 3 Stunden gespielt oder sowas. Ich glaube, dann werden wir danach nochmal Pioneers mit anhauen. Ich bin ein Mega-Siedler-Fan. Siedler 3 war lange Zeit, also wirklich als Kind, eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich habe Siedler 3 halt immer noch. Leider kriege ich es irgendwie nicht mehr zum Laufen, das ist so ein bisschen das Traurige. Selbst als Good Old Games-Fassung nicht mehr. Aber ich habe ewig und 3 Tage Siedler 3 gespielt. Richtig cool. Was? Ist es raus? Nee. Ich habe nichts gekauft. Das sieht mir also eher nach so einem Sneak Peek an, würde ich sagen. Ein bisschen Wasser kommt rein. Nahrung wird gefühlt trotzdem irgendwie weniger. Wahrscheinlich, weil es hier voll ist. Ja, 20 von 20. Die arbeiten jetzt quasi nicht mehr weiter.
200 Karotten ist aber echt nicht viel dafür, dass das Ding so groß ist. Ich lad auch schon. Bis zum nächsten Mal, Mimi. Viel Spaß, dir auch. Wie lange kann man die spielen? Habt ihr so ein echtes Siedler wieder? Ja, ich hoffe es, boah. Ich hoffe es sehr, wie gesagt. Also, Siedler 1 war ganz okay. Habe ich dann nur im Nachhinein irgendwann mal gespielt, weil dafür war ich noch zu jung, als es rausgekommen ist. Aber 3, super cool. 4 war auch super gut. 2 habe ich mega gern gespielt. Ich werde nie vergessen, wie ich bei Siedler 2 mit meinem Onkel damals durch die Stadt gefahren bin und er mir Siedler 2 gekauft hat. Und Siedler 3 habe ich, weiß ich noch, hat mir irgendwann, das hatte ich mal geschenkt bekommen. Ja. Dann habe ich noch den CD-Key verbummelt, weil der also als Kleber drauf war und dann habe ich den irgendwie abgemacht und habe mir den separat irgendwo draufgeklebt, um den nicht zu verbummeln. Habe ihn dann aber verbummelt und dann konnte ich das Spiel nicht spielen, weil damals kannte ich noch nicht irgendwie, ich war noch nicht alt genug für irgendwelche CD-Key-Seiten, Generator, was auch immer dergleichen. Und dann habe ich es dann irgendwann quasi ein zweites Mal bekommen, weil ich dann so traurig war, habe ich es irgendwann dann eine gewisse Zeit lang später irgendwann nochmal geschenkt bekommen. Aber mit einem gewissen Abstand später, weil so war das auch nicht. Man musste schon leiden, wenn man sich dusselig verhalten hat. Aber irgendwann habe ich es dann trotzdem nochmal bekommen und dann einfach nur herrlich. Einfach nur herrlich, wirklich. Und bis heute eines der geilsten Aufbauspiele, die es gibt, Siedler. Also darauf freue ich mich sehr. Ist eine Demo, ja. Weiß einer wirklich vielleicht, wie lange die Demo dann geht? Wie lange spielt man die? Die Siedler, also die Pioneers of Pagonia Demo? Dann kann ich das vielleicht ganz gut einplanen. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich heute Abend eh nicht voll die vollen 6 Stunden machen. Und dann würde ich einfach danach mich an Pioneers hängen. Pioneers. Kein Plan, ich starte gerade. Sprich mich morgen früh an. Gleich geht's bei Steam erstmal auf den Offline-Modus. Den Wuselfaktor gibt es hier tatsächlich ja auch, ne? Also, so ein bisschen. Was mir so auf Anhieb ein bisschen fehlt, ich meine, es ist ja Early Access, ist, dass die hier zwischendurch mal irgendwie ein bisschen plaudern. Es ist so ein bisschen leise, ne? Also die Musik, dieses Hintergrundgedudel, das ist fein, das passt. So ein bisschen Umgebungsgeräusche ist auch ganz cool, aber ich höre irgendwie nichts von der Biber. Können ja mal zwischendurch mal irgendwas von sich geben oder so. Es soll begrenzt sein auf 100 Gebäude. 100 Gebäude? Warte, wenn sie anklickst. Ja, aber wenn die mal untereinander ein bisschen reden oder so, ne? Oh, guck mal. Kellratz. Solix. Evaljut. Aradia. Die ist gerade erst erwachsen geworden. So, haben wir. Okay, dann das nächste. Jetzt dürfen wir es Hütten bauen. Behausung erhöhen das Wohlbefinden deiner Biber und lassen deine Rustikalruten-Population wachsen. Baue genug Hütten, um alle deine Biber unterzubringen. Biber pflanzen sich nur fort, wenn es leere Plätze für Jungtiere gibt. Aha! Hütte, Hütte gespiegelt. Hütte, Hütte. Ah ja. Sag mal, das sieht doch aber irgendwie so ein bisschen aus wie das Lager. Sechs sagen so. So. Schön. Ja. Eine Hommage an Spandau. Oder an Siemensstadt. Kannst die Gebäude stapeln? Deswegen sehen die so aus. Nett. Sehr cool. Deswegen vorhin auch das mit der Brücke oder was wir hatten. Da war irgendwas dabei, wo es dann hieß, irgendwie Stufe 1, 2 oder irgendwas dergleichen. Das ist ja funny. Kommen die dann trotzdem noch runter zur Straße? Scheiß doch, ich mach's mal. Moment, bis 16.
Und zwar richtig in die Höhe geht später. Nice. Schlafen sah jetzt nach Massensterben aus. Ja, ja. Es sind halt neue Zeiten drüber. Ja? Der Klimawandel ist auch hier angekommen. Trinkt der Biber, wird er lieber doch mit seinem flachen Schwanz missbilligt in die Paarung voll und ganz. Das kenne ich sogar. Habe ich vor etlichen Jahren noch einmal gehört, aber das kenne ich tatsächlich sogar. Der Baustelle fehlen Materialien, sagt er. Rohholz. Naja, gut, da sind sie ja dran. Aber mittlerweile habe ich hier oben schon echt eine ganze Menge weggeholzelt. Vielleicht sollte ich sogar mal eben den hier machen. Zack. Tja, jetzt habe ich hier natürlich gut zugebaut, ne? Oh, warte mal. Aha. Da ist durchaus noch ein bisschen was mit dabei. Ich muss gar nicht unbedingt umbauen. Otto, ja, das könnte da, das könnte passen. Als Kind haben wir von Otto gab es immer so seine Programme auf war es schon CD oder sogar vielleicht sogar noch Kassette. Scheiße, ist das alles her. In der Bibliothek einfach zum Ausleihen. Dann haben wir das mal ausgeliehen und haben wir das zu Hause mal angehört. Und noch einen anderen Komiker immer. Das, der mit, kommen Sie rein, können Sie rausgucken. Oh, ist das alles lucky. Hart, hart. Wie viel haben wir denn noch? Ich habe aktuell zwei, die können sogar durchaus noch arbeiten. Das heißt, vielleicht einen weiteren kleinen Baugrund wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Kann ich da mehr irgendwie bauen oder so? Ich glaube nicht, dass es Didi Hallervorden war. Nee, das sagt mir... Also ich kenne Didi Hallervorden, aber das ist es, glaube ich, nicht. Das heißt, die Lager hätte ich hier auch durchaus übereinander bauen können. Tja, also es mit den Karotten ist irgendwie nicht. Ich glaube, ich muss mehr Felder bauen. Flasche Pommes bitte, das sagt mir auch was, aber es ist, wie gesagt, Eric, das ist so lange her. Das kann sogar sein, dass er das war, das ist ewig und 3 Tage her. Hm, genau, die Treppen. Irgendwie sowas hatte ich vorhin gesehen, Server. Dann bin ich schon stutzig geworden. Sollen wir mal reingucken, was es noch so im Steam-Fest gibt dann jetzt. Wird es ja wahrscheinlich noch ein paar andere Demos geben. Mal noch Too Fast for All. Danke. Fallen die dann hier einfach raus oder so? Dafür brauche ich aber Bretter. Sägewerk. Ich kann es sogar schon bauen. Er sagt zwar noch nicht. Nein, hör damit auf. Ist immer das gleiche Problem. Dann fange ich an zu eskalieren und bist aber noch voll im Tutorial und dann fährst du irgendwann in eine Sackgasse, weil dir irgendwelche Ressourcen auf einmal fehlen, weil das Tutorial halt in sich sinnvoll geschlossen ist. Decoration gibt's auch. Cool. Holzzaun, Heckenpflanzen, Biberstatue, Vogelscheuchen. Dächer. Ah, Dächer. Ja, cool. Sträucher, Bänke.
Wenn ich noch eine Stufe älter... Mein Komiker wäre eine Heinz... Heinz Erhard. Heinz Erhard, der mit Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Was geholt? Eiskaffee und dazu ein paar Lebkuchen? Bei 27... Ach, bei 27 Grad, ah. Ja, ach, hör bloß auf. Ich sag ja, also wir haben jetzt den 2.10. Es sollen heute hier in Berlin 26, 27 Grad werden. Ich könnte rein theoretisch nachher auch hier einfach... Ich könnte jetzt auch immer baden gehen. Lass mal lieber, ja. Ja, das war ich. Ich lasse. Kurz Schnäubi Schnäubi. Danke. Könnten die mal jetzt irgendwie... Brauchen halt mittlerweile lange, ne? Wahrscheinlich müsste ich die Holzfällerpunkte mal irgendwie so ein bisschen anders noch positionieren. Aber es gibt hier einfach jetzt auch relativ wenig, ne? Ich glaube, ich werde das hier sogar mal irgendwie abreißen. Und werde mal... Ups, hier unten eher einzusetzen. Mal gucken, ob ich da irgendwie durchkomme. Nein. Dann halt hier. Zu Poolstream, Poolstream, Poolstream. Ha, ha. Muss mir einfach so ein Babypool nehmen, den unten ausschneiden und wenn ich an der Lavansi schwimme, wenn du nochmal so vorne filmst, dann sieht das trotzdem immer noch so ein bisschen danach aus. Wie warm ist denn die Wannsee noch? Havel-Temperatur. Ups. Nein. Aktuelle Wassertemperaturen. Fauninsel 20 Grad. Ja gut, der hat schon ein paar Grad verloren. Aber 20 Grad kannst du immer noch machen. Also, es ist jetzt nicht warm, aber das ist okay. Du musst irgendwie noch den Befehl irgendwie austeilen. Genau, da war noch was. Also, markier den Bereich. Ja, das hat ja gut geklappt. So. So, jetzt müsste das, glaube ich, ein bisschen besser laufen. Und ich meine, so ein paar Häuserchen wurden ja schon gebaut. Seht ihr, dass Havel im Endeffekt irgendwie so ein, aus irgendeiner slawischen Sprache kommt und quasi einfach nichts anderes heißt als der Fluss?
Manchmal kann man es auch ein bisschen einfacher machen. Na komm, bau das nächste Hütchen. Ah, schaut mal, die haben sich jetzt alle noch was zu trinken abgeholt. Aber bei Essen sind wir trotzdem relativ niedrig. 4, Boss, die Bibi-Bibi sind glücklicher als zuvor. Woo! Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, trotz alledem, dass wir noch ein bisschen mehr irgendwie anbauen sollten oder noch irgendwie ein bisschen mehr in Sachen Essen brauchen. So, fühlt sich sehr stark danach an. Baut doch einfach. 76%. Ich werde das hier mal abreißen, glaube ich. Dann haben wir auch wieder exakt die 6 Gebäude. Kochen wir bald geerntet, dann habe ich richtig viel. Achso. Es sah zwischenzeitlich so aus, als hätten sie schon irgendwie was geerntet. Sag mal. Brauche ich dann vielleicht sogar noch mehr Lagerraum, wenn du meinst, richtig viel? Stabil? Brauche ich mal lieber noch ein zweites. Ich weiß nicht, wie groß mein Feld halt jetzt hier wirklich ist. Deswegen, ich habe keine Lust, dass er am Ende des Tages davon irgendwie wegfliegt. Warte, passt schon. Abwarten wir es. Abwarten? Okay, das haben wir. Wissenschaftspunkte werden zum Freischalten fortschrittlicher Gebäude verwendet. Mit der Zeit produziert ein Erfinder Wissenschaftspunkte. Baue Erfinder. Erfinder. Oh, das ist ein witziges kleines Gebäude. Guck mal. Das kann ich auch oben drauf bauen. Das ist ja cool. Das ist ja witzig. Na gut, dann bauen wir das erstmal. 14 Holz. Ah ja. Aber es wächst auch hier und da ein bisschen was nach. Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende des Tages, wenn du es ein bisschen ausgeglichener haben willst, wahrscheinlich irgendwie ein Holzfäller pro so ein Waldstück oder so gar nicht verkehrt ist. Oder es kommt immer noch ein Förster dazu. Förster! Tada! Der Klassiker. Sehr schön. Komme ich jetzt eigentlich, wenn die glücklicher sind? Wohlbefinden, Rüstung, blablabla. Haben sie Schutz, haben sie nasses Fell? Ernährung, okay, da kommt noch mehr dazu. Dachterrasse, Lagerfeuer. Oh, guck mal. Plops, 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 plops. Das sind aber dicke Karotten da. Das Lagerhaus ist passenderweise relativ weit weg. Das ist schon mal ganz gut. Guck mal, der ist gebaut. Ist doch einer drin. Ja, der Solix. Wir haben immer noch 2 über, falls wir jetzt noch irgendwas produzieren wollen. Wir können jetzt fortschrittliche Ressourcen produzieren, aber einige Gebäude benötigen dafür Energie. Errichte ein Wasserrad am Flussufer. Es braucht den Wasserstrom und produziert keine Energie mehr, wenn es kein Wasser gibt. Okay. Energie. Wasserrad.
cool. Glaube ich. Muss ich das auch verbinden? Die mal um. So. Jetzt müsste es, glaube ich, besser werden. Mal noch The Wilder. Spielt man der Biber? Yo! Oh. Da spielt man Biber. Tatsächlich schon. Und Stufe 5 bei der... beim Wohlbefinden. So schnell geht's. Und jetzt müssen sie zumindest schon mal nicht mehr alle draußen schlafen. Das ist auch schon mal gut. Belegte Betten 12, freie Betten 6. Da geht also immer noch was. Jetzt müssen sie nur noch den Rest da irgendwie erstmal wieder bauen. Und dann hätten wir's. Jetzt haben wir schon 3 Wissenschaftspunkte. Sai. Sternwarte bringt es dann auch nochmal. Energierad gäbe es hier auch noch. Gerade Antriebswelle, Antriebswellenbiegung. Oh oh, okay. Ich glaube, das ist nicht... ich glaube, das steht nicht für sich selbst alleine da so in der Gegend rum. Jetzt kommen sehr viele Karotten rein. Nice. Ich sag ja, guck mal. Sammelbar. Jetzt haben wir das hier einfach auf den Feldern liegen lassen, oder wie? Da liegt einfach eine Kiste. Frech. Schon frech. Null. Okay, sie bauen sogar irgendwie noch weiter an dem Teil. Das ist schon mal gut. 6 Rohholz brauchen sie noch. Die müssten ein bisschen mehr untereinander reden. Das fehlt mir ein bisschen. Es wirkt so ein bisschen, dadurch fast so ein bisschen leblos. Dieses Gequake, was sie machen, wenn man sie anspricht, finde ich. Das Gold könnte schon mal so zwischendurch ein bisschen kommen. Das heißt doch wirklich immer nur ein einziger Holzstamm, den sie da vorbeibringen. So, gucken wir mal. 46 von 50. Und 48 von 50. Nein, das ist nicht. Und so lange ein bisschen um. So wie es ausschaut, kannst du da selbst unter Wasser... Sorry. Selbst auch unter Wasser ein bisschen noch was bauen am Ende. Oder verändern zumindest.
Ruinen, ein Fundort für Metall. Unterirdische Ruinen. Gefördert werden können. So, Wasserrad? Starschatz, funktionieren. Es wird Zeit, Bretter zu produzieren. Baue ein Sägewerk und verbinde es mit dem Wasserrad durch Antriebswellen. Viele Gebäude können Energie aneinander weitergeben, wenn sie Wand an Wand stehen. Ich glaube, ich brauche dazu den Weg gar nicht. Wenn ich das richtig begreife. So, jetzt gucken wir erstmal, was das Holzfäller Sägewerk. Oh, scheiße. Oh, nee, das geht noch so halbwegs, oder? Ich glaube, ich muss es insgesamt ein bisschen woanders bauen. Das wird, glaube ich, nichts. Weil hier diese Büsche aber wiederum auch. Die nehmen hier irgendwie. So richtig viel Bauplatz habe ich irgendwie gefühlt nicht. Vielleicht, weil ich alles mit Feldern zugeknallt habe, noch und nöcher. Okay, wir müssen ein bisschen was von den Feldern wegnehmen. Ich kann auch einfach hier irgendwie drüben bauen, aber da muss ich ja schon gucken, dass ich da irgendwie auch irgendwie, dass ich da rüberkomme, ne? Ist alles noch gesperrt. Brücke ist auch gesperrt. Okay, dann machen wir es anders. Dann versuche ich das so rumzulegen und setze es dann irgendwie hier hin. So, Sägewerk. Jetzt gern komplett abreißen. Gebäude und Ressourcen abreißen. Jetzt. Die müssen das jetzt erst noch richtig abreißen. Die benutze diese Funktion, um Ressourcen zu markieren, die du abreißen möchtest. Alle gehen dabei verloren. Oh. Ah, sieht ziemlich stark danach aus, als wenn die das jetzt dann auch wirklich... Der Weg ist im Weg. Naja, so ein bisschen schon. Ja, die reißen es tatsächlich wirklich jetzt erst ab. Hart. Wir haben hier noch so ein Wegstück, dann kann ich es vielleicht irgendwie so ein bisschen hier reinsetzen und dann ziehe ich die Welle quasi hier so rum. Könnte ja durchaus was werden. Aber ich merke schon, irgendwie Bauplatz scheint generell hier eher so ein Faktor zu sein. Du kannst nicht einfach nur super freiwildmäßig in der Gegend rumbauen, das funktioniert nicht. Genau, so setze ich es dann ran und dann hoffe ich mal, dass das so klappt. Mal gucken. Kann das ins Wasser bauen? Wieso kann ich das ins Wasser bauen? Gut, das sind Biber, ne?
können ja auch ins Wasser, ne? Vielleicht ist das ja am Ende des Tages auch so zu verstehen. Ins Wasser bauen funzt nicht, Gebäude, die überschwemmt sind, gehen nicht, aber die Biber selber können ins Wasser. Na gut. Dann müssen wir warten, bis sie wieder aufstehen. Zack, und es wird wieder gearbeitet. So, das sollte reichen. Dann bauen wir das Ding mal. Und jetzt müssen wir halt diese komischen Kurbelgedöns-Sachen da irgendwie so ein bisschen rumziehen. So kriege ich das hier aber jetzt nicht hoch, ne? Mal. Ist das nicht irgendwie erhöht? Weil ich kann sonst das Wasserrad vielleicht einfach hier irgendwie ransetzen. Mal das hier drüber bauen? Okay, das reicht. Oder halt auch nicht. So, ich reiß jetzt mehr ab. So, ja. Es scheint auch irgendwie so zu gehen. Wir haben ja die ideale Körpergröße. In Bedrohungssituationen. In die Schlagader am Oberschenkel beißen können. So. Okay. Ja. Ich würde euch jetzt gerne trotzdem irgendwie noch abreißen. Ah ja. Dann halt so. So, das heißt, das ziehen wir jetzt hier quasi in die Richtung. Dann können wir dich schon wieder abreißen. Dich reiße ich auch ab. Ah, so viel Wasser haben wir nicht. Ich warte mal, bis das gebaut wurde. Und baue dann hier unten die Speicher ran. Dann setze ich die aber mal so ein bisschen mal ins Rückland. Dass wir uns da nicht gleich schon wieder irgendwie alles Mögliche zu bauen. Da, kleiner Wassertank. Dann können wir dich gleich schon wieder abreißen. Dich lassen wir da mal eben noch. Dann hoffe ich, dass ich es da ransetzen kann und dann da irgendwie mit verbinden. Sonst wird es schwierig. Ich glaube, ich habe bis jetzt Biber in freier Natur habe ich Biber noch nicht gesehen. Nur bis jetzt in Wildparks. Aber dann machen die jetzt auch alles in allem nicht so den Eindruck, als wären sie jetzt auch sonderlich gefährlich oder auch schnell. Ansonsten renne ich halt. Okay, also ich kann sogar Teile der Ressourcen auch so abreißen. Darüber ging es dann am Ende des Tages auch.
Also ich kann auch Ressourcen abreißen, so Felder, die blockiert sind, wenn ich die nicht selber belegt habe. Naja, jetzt mache ich es erstmal so. Aber fürs nächste Mal ist es dann gar nicht so schlecht zu wissen. Und die faule Bande hört auch gleich schon wieder auf zu arbeiten. Na toll. Es könnte sein, dass die bald ein bisschen Probleme kriegen mit dem, mit dem Tränken, nicht? Ich habe nur einen aktuell, der nicht arbeitet. Cool. Und Wasser bleibt auch immer noch ein Problem. Ich denke, wenn sie ausweichen können, machen sie das auch, hä? Wegrennen. Hat Tieren generell nicht auf den Sack gehen? Oh, es gilt für beide Seiten, Brüber. Ja? Ich sag nur Möwen am Meer. Oder zu zutrauliche Rehe, zu zutrauliche Wildschweine. Kann sie länger arbeiten lassen? Ah. Meinst 24/7? Ist gut. Abgebrochene Zähne? So kleiner Non-Stop-Zyklus ist das schon vollkommen okay, oder? So, jetzt müssten wir... Vorhersage, Dürre kommt in 3 Tagen. Das ist ja doof. Vor allem, weil ich jetzt gerade nicht unbedingt so extrem viel Wasser habe. Ja, wer braucht schon Zufriedenheit? Guck mal, ich bin noch ein bisschen ganz gut dabei. Dann mache ich sogar schon mal echt eine zweite auf. Und baut mal sogar noch 1, 2 von den Tanks mehr. Hoffen wir mal, dass das was bringt. Nein, was auch immer. Okay, dann können wir dich jetzt endgültig abreißen. Und jetzt das Wasserrad bauen. Ich glaube. So. Mein 2,8 Tage. Da werden sie doch wohl bitte das fertig gebaut bekommen. Und mal ein bisschen Wasser einlagern können hier. 6 Biberkinder haben wir noch. 6 Jungtiere, ja. Wie alt wird so ein Biber? Ich dachte mir bald schon irgendwie die Eltern auch direkt abkratzen, bevor da irgendwie großartig was nachkommt. Ich brauche ja mehr als weniger. Wie war das mit freien Betten? Es gibt keine mehr, das heißt, wir brauchen mehr Gebäude. So. Bis später, Night Jack. Mit einer maximalen Lebenserwartung von etwas über 20 Jahren in freier Natur kann ein Biber relativ alt werden. Die mittlere Lebenserwartung beträgt jedoch nur gute 8 Jahre. Ja. Naja. Gut, ich meine, wir waren jetzt nur ein paar Tage unterwegs, ja, also rein theoretisch sollte das schon durchaus klar gehen, aber da die anderen auch erwachsen geworden sind, bezweifle ich, dass das 1:1 gerechnet werden kann. Ackert, Freunde,
Na kommt schon. Macht irgendwas. Ich habe irgendwie nicht mehr allzu viel Hölzer. So, ganz gut. Jetzt haben wir zumindest das Teil schon mal dabei. Jetzt haben wir zwei Wasserpumpen. Und haben quasi noch zwei Arbeitstage. Das ist auch schon mal ganz gut. Hoffentlich. Oder? Hoffentlich. Wahrscheinlich ist mein Feld immer noch viel zu riesig. Wenn man sich mal so anschaut, was die hier wirklich so im Großen und Ganzen bearbeiten und wie das so passiert, komme ich wahrscheinlich mit der Hälfte oder einem Drittel oder so eigentlich immer noch gut zurecht. Zack. Noch ein Wasserspeicher mehr. Noch mehr Wasser mehr. Bin mal gespannt, was in der Dürre passiert. Ob es hier einfach wirklich weniger Wasser gibt oder ob wir dann irgendwie einfach nur die Felder oder so brach liegen oder so ein Spaß. Also mein größtes Problem scheint weiterhin eigentlich irgendwie ja zu sein, dass wir nicht so richtig viel Holz haben. Ne? Hier gibt es noch ein bisschen was. Ich glaube, ich kann sogar welche pflanzen, wenn ich es richtig gesehen habe. Passt mal auf. Ach, darf ich noch nicht. Aber hier. Birke, Kiefer, Kastanienbaum. Ahorn, Eiche. Ja. Schön schnell wachsenden Bäumchen. Ich darf den Förster noch nicht bauen. Ist leider noch nicht. Sag mal, wenn er hier seine abgebrochene Zähne, dann können wir den nicht irgendwie austauschen? Oder ist da nicht irgendwie Ersatz? In irgendeiner Art und Weise? Aber hier zum Beispiel gibt es ja mittlerweile auch fast nichts mehr. Guck mal, hier haben wir, glaube ich, Birken, ne? Ja. Das könnte sich noch so ein bisschen ziehen. Und wir haben nur noch 0,7 Tage. Aber wie gesagt, die Wasserspeicher, also das ist wenigstens da. Essen habe ich auch ein bisschen eingelagert. Guck mal, das passt so halbwegs irgendwie. Aber es fehlt an Grundressourcen. Nein. Bauschutt. Nach dem Abriss eines Gebäudes zurückgelassen Materialien können von Bauarbeitern eingesammelt werden. Okay. Muss ich das so machen? Kann ich das haben? Wie kann ich denn die mitnehmen? Es gibt einen Zahnschleifer, den du bauen musst. Der wird wahrscheinlich dann auch erst noch später kommen. Sag mal, das von alleine auf, okay. Ich hab sogar ja mittlerweile ein, zwei mehr, ne? Also,
jetzt gehen wir mal hier drauf und haben ein paar mehr Arbeiter, die durch die Gegend gehen. Bevölkerung migrieren? Hart? Okay. Die Sonne kommt. Arbeiten die nicht, wenn du... Doch, doch, doch. Boah, sehr gut. Jetzt sammelt es auf. Ah. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Passiert was. Ich mag's, wenn was passiert. Aber, oh, was sind wir denn da? Ach, das sind die Einstellungen. Sehr gute. Die brauchen wir ja nicht unbedingt. Ja. Was macht denn jetzt die Dürre? Sieht irgendwie ja nicht so viel. Na, der Fluss ist irgendwie noch da. Nicht. Ich habe hier draufklicken und dann zeigt er mir das irgendwie an. Oh. Das macht die Dürre. Bis zum nächsten Mal, Schatten. Oh. Das ist, das ist ja jetzt ein bisschen übel. Können die trotzdem noch ernten, die wenigstens noch irgendwie da sind? Zum Glück habe ich noch eine zweite Wasserquelle gebaut, weil wir waren da die ganze Zeit ja eigentlich schon relativ weit runter. Sollten die das dann nicht von oben eigentlich auch mal ein bisschen zudecken oder so? Dass das nicht dann noch irgendwie noch verdunstet? Ah, rund um den See geht's aber immer noch, klar. Wirklich nur so die Teile der Flüsse gehen dann hier hoppes und sowas, okay. Was bedeutet, dass das wahrscheinlich somit das wertvollste Land dann am Ende des Tages ist? Oder, was ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, dass ich da selber so ein bisschen nachhelfen kann. Vielleicht irgendwie mit Tiefwasserspeicherpumpen oder was auch immer dergleichen. Könnte sein. Okay, es scheint bei District 1 zu bleiben. Und wann wirst du anscheinend noch mehr als eine einzige Ortschaft haben, so wie das aussieht. So, natürlich ist jetzt mein Wasserrad und alles fertig gebaut. Vielen Dank. Bringt mir nur absolut nichts. So, jetzt hoffen wir mal, dass das alles soweit fällt. Guck mal, die machen trotzdem noch irgendwas. Ja. Die restlichen scheinen sie wenigstens noch so halbwegs abzubauen. Oh. Nee, es wird echt immer weniger.
fortsetzen. Wir brauchen eine zuverlässige Rohholzquelle. Schalte den Förster frei und baue ihn in der Nähe deines Ortes, an dem du Bäume pflanzen willst. Vielleicht ja da. So ganz vielleicht ja auch da. So. Im Bereich, das ist glaube ich ganz okay. Und jetzt kann ich darüber anpflanzen. Kriegen wir wahrscheinlich insgesamt ein bisschen mehr raus. Guck mal, hier sehen wir, was die noch bringen. 8 Tage, 7 Tage. Buche bringt einfach nur am meisten Holz, wächst aber auch am längsten. Eiche. Hier, die bringt noch irgendwas, wahrscheinlich Ahornsirup, genau, Kastanien. Und die bringt auch irgendein Harz oder sowas. Gehen wir mal auf Kastanien. Okay. Ein paar Kiefern? Alter. Das hat einen Survival-Einsatz. Ja, definitiv damit. Ah, der Fluss kommt zurück. Oh, sehr gut. Sehr gut. Hab auch so gut wie gar kein Wasser mehr. Gar keins mehr. Ja, ganz witzig. So, nur auf Play. So, jetzt müssen die das natürlich noch bauen und dann irgendwie anbauen. Das sollte soweit gehen. Gebäude kriegen wir auch, dass wir noch ein paar extra reinkriegen. Wasser sollte jetzt laufen. Nahrung sowieso. Und dann müssen wir irgendwann mal hier noch so einen Weg wahrscheinlich durchziehen. Dass wir irgendwann bis die Teile hier nach hinten kommen. Ich muss aber mal eben kurz in die Küche. Ich lasse das Spiel aber weiterlaufen. Müsste gehen. Bis gleich. Okay, Google. Stelle einen Timer auf 15 Minuten. Aha. Ja, der Server.
Das ist ja mal, aber was ist das? Da lass das ja abgetimed, Swepper. Das ist unglaublich. Das macht mir schon fast Angst. Ich wusste schon immer, dass in meinen Feuermeldern, die da oben sind, in den Rauchmeldern, dass da kleine Kameras drin sind. Ich wusste immer nie, wo die hinführen. Jetzt weiß ich's. Ich hoffe, du hast die Show gestern Abend genossen, Swepper. Ich danke dir für die 5 verschenkten Abonnements und damit insgesamt schon 97. Ja, bei mir. Echt, danke dir. Ich danke dir. Und diese 5 gehen an Riddick, an Hellren, an Kacknoob, an Monjar und an Vokavoki. Vielen, vielen Dank, Swepper. So, perfekt abgeteilt. Ich setze mich hin und plups, aufgeklommen. Wahrscheinlich. So viele Bäume, wie das hier sind im Verhältnis, könnte ich dann schon überlegen, ob ich den hier unten dann vielleicht sogar wegnehme und den dann wieder hier oben ransetze, das hier wieder zum Bauen nutze oder sowas. Vielleicht auch das. Ich brauche dringend einen Förster. Ich brauche den so dermaßen dringend. Da passiert auch einfach nichts, solange der hier nicht fertig ist. Hast du vergessen? Kann ich priorisieren, wenn wir schon mal bei den Siedler sind? Oh, Priorität. Na bitte. Oh, sogar unterschiedlich hoch. Sehr schön. Ja, den werde ich definitiv priorisieren. Wir haben 3 über. Wir könnten uns sogar überlegen, unten nochmal einen Förster anzusetzen. So. Oder? Warum eigentlich nicht? Mal hier ein paar Birken. Dann hat man schon. Aber Ahorn. Und noch ein paar. Ah, ich. Das ist ja trotzdem ewig unter Tage brauchen. Die bauen doch trotzdem. Ich habe es gerade genau gesehen. Die haben es hier trotzdem fertig gebaut. Da. Ich stufe das jetzt hier runter. Ah, jetzt machen sie es. Okay, ich kann wieder auf normal stellen. Jetzt ist es raus. Ich hab's schon immer geahnt. Weißt du, erst mit dem, dass du mir Timberborn schenkst und so. Es war nirgendwo öffentlich zu sehen. Das lag mit Sicherheit nicht an Discord. Moin, James. Zeit. Jetzt mach mal, was mache ich so, wenn ich nicht schlafe? Schlafen? Hauptsächlich tatsächlich relativ viel schlafen. Hauptsächlich glaube ich schlafen. Zum Verhältnis dazu auf jeden Fall schon. Was war denn das jetzt? Moin, James. Es war ein Mini-Raid, ein klitzekleiner Überfall. Hab gesehen, dass du da alleine rumgehockt hast in einem der Sprachchannel. Kann man ja aber wenigstens mal Hallo sagen. So, Förster ist gebaut. Damit wird das zumindest in ein paar Tagen ja irgendwann dann auch in dem Bereich irgendwie weitergehen. Pflanze 20 Kiefern. Habe ich schon. Und Tutorial abschließen. Tada! Das ist jetzt aber... Hier gibt es ja noch so viel. Treppen. Plattformen.
Okay. Kann man Treppen aneinander bauen? Nee, okay, so nicht. Ich hätte dich einfach so verlassen mitten in PUBG. What? What? PUBG? Klingt nach Frau ist nach Hause gekommen. Zumindest so ein bisschen in die Richtung. Brücken wären, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Können wir mal gucken. Ja. Ja. Darf ich denn hier keine bauen? Wahrscheinlich deswegen. Und dazwischen? Oh, ich darf jetzt die Plattform? Eine erhöhte Plattform, die als Brücke oder Fundament dienen kann. Okay, alles klar, ich verstehe. Das heißt, das hier sind nur die... Brauche ich dann überhaupt die Hängebrücken? Ich glaube fast nicht. Aber wo habe ich denn hier so einen Platz dazwischen? So richtig viel irgendwie nicht. Glaube ich. Na, lass uns mal bauen. Wir gucken gleich mal. Das kostet 100. Ich habe nur 32. Also mein Wissenschaftler, der macht auch jetzt nicht allzu viel. Vielleicht sollte ich sogar erstmal irgendwie so eine Sternwarte oder so erforschen. Kostet 1000. Ach du Kacke. Meine Güte. Okay, ich glaube, ich hole mir mal noch einen Erfinder dazu. Einen gibt's sogar noch. So, dann müsste ich ja jetzt hier so eine komische Brücke nehmen, oder? Genau. Und das dann wahrscheinlich wieder verbinden. Das ist ja schon ganz witzig. Was haben wir denn hier noch? So, guck mal, hier gibt es dann Metall. Das müssen wir aber dann ja erst unter Tage abbauen. Nahrung. Gibt es noch Grill? Hallo. Effizientes Bauernhaus. Ja, genau. Da gibt es noch aquatisches Bauernhaus. Auch cool. Ja, ich glaube vor allen Dingen Forschung ist momentan eher so ein bisschen mein Problem. Also ist wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, wenn ich da nochmal eins baue. Vor allen Dingen könnten wir hier einen rausschmeißen und können sogar zwei von den Teilen bauen. Warte. Also, zack. Dann haben wir gleich die dreifache Menge an Wissenschaftspunkte, die wir generieren. Das ist ja vielleicht echt nicht so verkehrt. Der Förster unten fehlt auch noch. Ja, eigentlich muss man halt warten, bis das hier mal irgendwie noch, ne, so ein bisschen alles funktioniert. Das Spiel sich nicht so richtig selbst erklärt. Findest du das schade? Ich musste auch viel raus und rumprobieren. Ja, also ich finde, das Tutorial bricht schon recht abrupt ab. Also das finde ich tatsächlich auch. Vor allen Dingen, weil sie lassen dich irgendwie so ein bisschen zurück und sehe hier halt. Also das mit den Flussüberquerungen hätte man durchaus zum Beispiel noch zeigen können oder sowas. Was es hier einfach alles gibt. Ja, also, das ist schon krass. Das mit diesem horizontalen Bau, ne? Hättest du mir das nicht gesagt. Selber hätte ich das, also, ne?
Das wäre so ein Ding gewesen, da kommst du, ich meine gut, mit den Treppen, da bin ich natürlich erstmal so ein bisschen ins Stutzeln gekommen. Aber trotzdem so, ne? So, sowas zum Beispiel. Da hätten sie mal das ein bisschen vielleicht kurz anreißen können oder so. Aber ja, ich meine, das Allerwichtigste, dass du halt nicht quasi instant drauf gehst, ist ja da. Also, was sie wahrscheinlich schon so gedacht haben. Was dann so ein bisschen. So, haben wir uns den Weg mal nach oben so ein bisschen gesichert. Wenn ich eine Treppe jetzt hier ransetze, warte mal. Kann ich dafür dann auch schon nutzen? Machen wir nämlich mal kurz den hier. Ja. Weil hier oben haben wir zumindest so ein paar ältere Birken, die kann man ja da vielleicht noch mitnehmen. Oder halt den Baugrund zumindest nutzen. Aber es bleibt dabei, ich muss warten, bis die Bäume fertig werden. Ansonsten passiert da gar nichts. Jetzt habe ich schon 6 Frybiber. Hart. Essen, trinken, funzt aber immer noch ganz gut. Was haben wir denn noch so Feines? Was könnte ich denn als nächstes noch so bauen? Was ist denn mein Ziel? Einfach quasi mal weiterbauen? Zahnschleifstein, na bitte. Ha! So, das habe ich mir gedacht. Schön. So, und jetzt kann ich ja hier drauf einfach quasi erstmal weiterbauen. Muss ich jetzt hier drauf wieder auch einen Weg bauen, sagt man? Ich glaube ja. Terrasse? Warum nicht? Das Ziel ist einfach endlos überleben. Ah ja. So. Tja. Bleibt bei den Blaupausen erstmal noch. Bis die hier soweit sind. Oh, es werden immer mehr Leute erwachsen. Ja, es ist super ist das, aber was soll ich machen? So viel ist da aktuell noch nicht. Wir können noch ein bisschen mehr Blaubeeren vielleicht mal irgendwie ernten. Guck mal, was die hier für schicke Sachen noch sind. Was haben wir noch so? Lagerschaften. Dynamit. Ein Damm. Blockiert Wasser, lässt bei Bedarf eine gewisse Menge durch einen Überlauf hindurch. Stabil, andere Gebäude können darauf gebaut werden. Oh, ne? So.
Moin, Helren. Warum meckert denn der? Ach, da kommt schon wieder eine Dürre. Ja, was soll ich denn tun? Ich muss doch eh erstmal warten, bis das hier alles klar geht. Vorher kann ich doch noch gar nichts machen. Und auch Tukia, der Wolf. Moin, moin. Vorher geht er einfach nicht hier. Guck, wie der Förster da oben drauf steht. So, da müsste jetzt auch einer dabei sein. Das ist aber immer noch 6 Leute, trotz alledem, die offen sind. Das bringt. Mal gucken. Hier sieht es ja auch schon eher danach aus, als könnten sie das straight nutzen. Ich meine, naja, ne? Im Prinzip das ist das hier halt auch quasi. Ganz gut. Ja, aber hier läuft's auch. Okay. Es wird hoch. Da brauchen wir ja bei irgendwann so eine Art drum und rundrum. Ach nee, hier kann ich ja auch Treppen draufbauen. Genau. Ja, das heißt, ich brauche eigentlich immer schon mehr als eins. Damit ich dann hier wieder die nächste, dann wieder die nächste, wieder mehr. Also wenigstens so eine Wendeltreppe ja quasi dann bauen kann. Okay. Oh, ich glaube nicht. Die ersten Bäume wären fertig. Wir kriegen sogar mal wieder ein bisschen Ressourcen rein. Das ist ja Wahnsinn. Ich vergiss ja den Turm. Man fragt, dass ich wieder Holz. Ich glaube, das müsste nicht gehen, oder? Also bis zum untersten Jahr, aber die kommen hier nicht hoch und können es ja deswegen nicht bauen, oder? Müsste eigentlich so sein. Wir werden sehen. Aber jetzt muss hier eh erstmal ein bisschen was passieren. Sonst. Also muss ein bisschen Holz reinkommen, sonst baue ich ja eh gar nicht mehr. Und jetzt haben wir schon 0,3 Tage auch schon wieder die nächste Dürre. Insofern. Pff, halt auch wieder eigentlich eher egal. Dürren werden immer länger und mit dem nächsten Update kommt eine weitere Spielmechanik mit zu giftiges Wasser. Das heißt, lieber jetzt noch spielen, sagst du. Okay, verstanden. Dürre hat begonnen. Kann ich, wenn ich jetzt dann auf Dauer den irgendwann staue oder sowas, also das Wasser staue, kann ich für Dürren auch den vom Fluss noch was überbehalten oder geht das auch nicht? Trocknet das trotzdem immer wieder durch. Geht. Interessant. Ja, mal gucken, mittlerweile haben wir 101. Ach, so viel haben wir gar nicht. Kann ich Wissenschaft endlos lagern? Ob die ein Lager haben? Nee, okay, das sieht also gut aus. Energierad. Eine von Bibern betriebene Notfallenergiequelle. Nur Biber dürfen in diesem Arbeitsplatz arbeiten. Es gibt noch andere? Okay. Cool. Glaube ich. Ah, cool, dass sie mit dem Pfeil sogar anzeigen, dass es passt. Ich meine, dann kann ich jetzt ja hier rein theoretisch einfach den hier machen. Und darauf dann dieses Ding hier ziehen.
Ja, dass wir da drin einfach arbeiten. Ja, es gibt Roboter. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst in einem Biber-Spiel? Ist klar, oder? Tja, ich habe ein gewisses Problem. Ich habe kein Wasser mehr. Ich glaube, ich muss mehr Wasser einlagern. 2 Tage? Ist ja nicht so richtig cool. Das heißt, wenn das Rohr nach unten endlos weit geht, müsste ich sogar schauen, dass ich auf einer Plattform die Teile hier hinten baue, dass ich möglichst lange innerhalb der Dürre das noch bekomme. Ja, das ist jetzt eher so ein bisschen doof halt, ne? Aber immerhin kriege ich jetzt Baumaterialien rein. Das ist schon mal ganz gut. Zumindest normales Holz. So, ich komme gleich wieder. So. Was passiert jetzt? Sterben die? Ich denke mal, auf Dorf müsste Wasser wahrscheinlich so ein absolutes No-Go sein, also wenn sie gar nichts haben. Oder ist das wie bei Stronghold, dass wenn ich alles andere auf Maximum setze, dass ich es dann trotzdem quasi auch in Krieger setzen, wenn sie nichts mehr zu futtern haben. Noch 1,7 Tage kriegen die quasi nichts zu trinken. Ist schon übel. Dieses Gebäude ist nicht durch Pfade mit einem Distriktzentrum verbunden? Hä? Wieso denn nicht? Achso, die Treppen sind noch nicht fertig gebaut. Ah, okay, okay. Das heißt, sie können daran schon bauen, obwohl sie nicht hochkommen. Das heißt, der Turm wird hier trotzdem noch fertig gebaut. Also das mit diesem Hochbauen und so zum Teil ist ganz cool. Das gefällt mir. Das geht echt ganz klar. Ich hoffe mal, die sterben jetzt nicht. Sonst ist meine erste Runde auch meine letzte Runde. Also, ich meine, mit der die zweite Dürre, meine letzte Dürre. So rum.
Ich denke schon, die kippen gleich um. Okay. Sollen sich nicht so haben. Nur noch 0,9 Tage. Ja, aber das mit diesem Umweltmechaniken macht's echt interessant. Also ich muss sagen, so die erste, so knappe halbe Stunde, es ist schon recht langsam. Dafür, dass es irgendwie doch einen recht komplexen Eindruck auf jeden Fall macht. Dafür ist es schon relativ langsam. Aber so dieser Aspekt jetzt bringt dann schon eine gewisse Spannung irgendwie mit rein. Und wenn der sich halt hinten raus immer weiter noch verschärft. Weil wie gesagt, also bis zu dem hier, dass das hier dramatisch wird. Hat sich schon eher so nach angefühlt, wie als wäre es eigentlich nur so ein Endlosmodus für ein anderes Strategiespiel. Ja, und so jetzt so langsam bekommt es Ecken und Kanten, so was es auch braucht. Kommt schon. Es ist nicht mehr lang. Ihr haltet das aus. 25 und 1. Noch ist keiner gestorben. Kommt, ihr habt so lange überlebt. Zieht durch. Legt euch schlafen, dann merkt ihr es gar nicht so sehr, dass ihr noch durstig seid. Oh, komm schon. Ein 01 gibt mal noch mehr. Ja, so ungefähr. Jetzt muss ja auch der Fluss erstmal nochmal wiederkommen, ne? Oh. Dürre beendet. Natürliche Barriere. Kann abgerissen werden. Kriegt da mehr Wasser insgesamt in den Fluss rein? Also mehr. Nicht die See mehr, sondern mehr. Wir haben mehr. Da, der Fluss kommt wieder. Instant werden die Bäume wieder grün. Also, jetzt spätestens, wenn ich wirklich 2-3 Tage nichts getrunken hätte und dann noch lebe, was ja, glaube ich, relativ knapp ist. Was war das mit ohne Wasser, wie lange man aushält? Waren das irgendwie maximal 3 Tage oder sowas? Das war ja keine lange Zeit. Nur 1 zweiter? Nee. Aber naja, auf jeden Fall nicht viel. Ich würde da nicht warten, bis mir dann einer das Zeug da irgendwie nochmal hochpumpt in irgendwas. Ich würde erstmal in den See reinspringen und trinken. 3 bis 4 Tage oder was, okay? Ich würde instant erstmal, ne? Ins Wasser rein und dann erstmal trinken. Aber das bedeutet auch wirklich, dass ich bei der Wasserversorgung aber mal so was von mehr davon baue. Und zwar dann ja rein theoretisch, das wird ewig dauern, das zu bauen. Müsste ich das ja dann eigentlich hier machen. Wir sind Mitglied, ohne hätten wir eine zu hohe Stimme. Hm, versteht er sicher nicht. Bonnie Weintro, Bonnie Weibigle, Honey Poo, Viva die Pro Surprise. Danke, Steak Nummer 1. Zuhör dein Stufe 1, aber du musst. So, wenn du nicht auf den Chat geschaut hast, hätte das jetzt von dem, was sie vorhin gelesen hat, auch durchaus irgendein Trollzeug sein können. Ich danke dir für die 13 Monate jetzt insgesamt schon.
Okay, es ist 1 zu hoch. Nein! Ah, nee, doch nicht. Oder doch? Oder doch? Oder nein? Nee, nee, okay. Dann müssen wir 1 jeweils immer abreißen. Ah! Ich danke dir. So. Und dann kommt hier ganz am Ende dieses Teil. Das ist 4 breit, also ein bisschen was brauchen wir sogar noch. Okay, es ist zu weit, sagt er. Ich sehe schon irgendwas mit Rot. Das heißt, ich brauche wahrscheinlich dann irgendwann zwischendurch ein Lager vielleicht? Oder nochmal irgendwie so eine... Wie war das mit diesen Verwaltungsdistrikten? Schlepperposten? Steigern so die Produktivität erheblich. Oh. Distriktzentrum brauche ich dann wahrscheinlich hier schon wieder, oder? Vielleicht ja, vielleicht nein. Ja, es ist ganz nett. Also... Es ist zum Einstieg gefühlt ein bisschen... Es ist auf jeden Fall anders vom Einstieg her als das, was wir bis jetzt sogar ansonsten gespielt haben, finde ich. Es lässt dir auf jeden Fall irgendwie... Lässt dich ein gutes Stück mehr, einfach deutlich mehr alleine. Ja, das merkst du schon. Also ich mag es vor allen Dingen bei solchen Spielchen. Die dürfen ruhig super komplex sein, damit habe ich gar kein Problem. Aber ich mag es ganz gerne, dazu eine Kampagne zu haben. Das typische Kampagnenprinzip, du hast eine Mission, dann fängst du, sagen wir mal, auf Tech-Stufe 1 an, dann die nächste Mission, dann kriegst du da Tech-Stufe 2 und so geht es halt immer so ein bisschen weiter und führt dich mal so ein bisschen mehr ran und du siehst und dann wirst du zwischendurch vielleicht sogar mal ein bisschen zurückgeschmissen, dann werden vielleicht ein paar Sachen gesperrt oder so, das ist ja so ein bisschen der Klassiker. Aber ich finde, das macht es tatsächlich deutlich angenehmer. Hierbei fühlt es sich als, nicht luftleer, aber so ein bisschen... So ein bisschen, als wenn du halt das erste Mal Schlittschuh angezogen bekommst, du aufs Eis gekickt wirst und sagst, jo, mach mal. Und du weißt nicht mal, dass du Schlittschuh laufen gehen willst. Naja, irgendwie so nach dem Dreh. Das ist ganz nett. Also es ist wirklich bei weitem, es ist kein schlechtes Spiel. Ich glaube, je länger man es spielt, umso besser wird es auch. Also da bin ich mir relativ sicher. Weil alles einen wirklich sehr durchdachten Eindruck macht. Und diese Mechanismen mit dieser Dürre und diesen unterschiedlichen Höhen und allem drum und dran... Das ist eine sehr, sehr gute Grundstruktur. Ja, und sowas machst du nicht, wenn du nicht auf Dauer dir was dabei gedacht hast. Also ich tippe mal drauf, dass alles weitere, was auch dazukommt, was ich jetzt noch nicht so gesehen habe, dann wahrscheinlich auch sehr gut durchgedacht und strukturiert und allem drum und dran ist und deswegen sich sehr gut spielt. Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Ich werde mich in Le Pausé verabschieden. Und sage schon mal viel Spaß euch. Ansonsten in der Pause, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann gleich wieder. Um 17 Uhr auf YouTube, da spielen wir Six Days in Fallujah weiter. Und heute Abend, wir werden höchstwahrscheinlich danach, weil wir dieses nächste gar nicht so lange spielen, werde ich mir nochmal das quasi neue Siedler, also Pioneers of Pagonia anschauen. Da habe ich mega Bock zu. Das schätze ich mal, wird heute Abend dann irgendwo noch der Fall sein, wenn ich nicht schon... vom Stuhl falle, so nach dem Motto, werde ich das wahrscheinlich schon noch machen. Und morgen geht es hier aber auch schon wieder um 10 Uhr los. Also wenn ihr nur auf Twitch bleiben wollt, morgen werden wir hier dann Subsistence spielen mit Felix zusammen um 10 Uhr und danach dann kommt auch nochmal DayZ, es sei denn, ich krieg vielleicht jemanden dazu überzeugt, dass ihr morgen dann statt DayZ den Multiplayer nochmal spielen zu Enshrouded, weil da habe ich ja noch ein paar Stündchen offen, das könnte man machen. Aber da muss ich jetzt gleich erstmal schauen und ein bisschen Rücksprache und Rumsprache halten. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Vielen Dank auch für die Follows, für die Likes und Abos und allem. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr mögt, bis gleich in einer Stunde auf YouTube.